Hallo Kinder, spitzt die Ohren, setzt euch hin und hört eine Geschichte von der Vorleserin. Heute Mama Mu fährt Boot. Es war Sommer und warm, sehr warm. Der Bauer saß in seinem Ruderboot draußen auf dem See und angelte. Die Kühe dösten im Schatten der Bäume vor sich hin. Alle außer Mama Mu. Sie stand mit dem Kopf unter Wasser im See. Nur ihre Ohren und Hörner ragten heraus. Flatter, flatter, flatter. Die Krähe kam angeflogen und landete auf dem Steg. Krächz, Mama Mu, was machst du da? Und was ist das in deinem Gesicht? Hallo Krähe, das ist eine Taucherbrille. Damit kann man unter Wasser alles sehen. Es ist wunderschön da unten. Und man kann den Fischen beim Schwimmen zugucken. Den Fischen beim Schwimmen zugucken? Zupf mich an der Schwanzfeder. Du siehst nicht ganz gescheit aus mit dem Ding. Wo hast du das her? Fragte die Krähe. Das ist Lille Bros Schwimmbrille. Er hat sie mir ausgeliehen, sagte Mama Mu. Du hast sie gemobst, meinst du wohl? Aber nein, Krähe, geliehen. Er leiht sie dir sicher auch gerne. Aber du trägst ja schon eine Sonnenbrille. Oh ja, weil die Sonne so grell scheint, dass man davon blind werden kann. Und was bitteschön ist das? Fragte die Krähe und zeigte mit der Federspitze an den kleinen Strand. Im Sand standen lauter kleine Boote aufgereiht. Lille Bro und Lina haben Boote gebaut, sagte Mama Mu. Sie können alle richtig auf dem Wasser schwimmen. Aber die haben ja gar keinen Motor, sagte die Krähe. Mu, aber Lille Bro und Lina haben sie ganz alleine gebaut. Sind sie nicht schön, sagte Mama Mu. Ich finde sie hässlich, sagte die Krähe. Du musst sie dir genau anschauen, sagte Mama Mu. Das da ist ein Borkenboot und das ein Schilfboot, mit dem man über den Atlantik segeln kann. Und dieses hier hat Lille Bro gebastelt. Es hat ein richtiges Stoffsegel und man kann es an einer Schnur hinter sich herziehen. Mama Mu wartete im Wasser herum und zog das Segelboot an der Schnur hinter sie her. Mu, sind die kleinen Wellen nicht süß, die es hinter sich macht? Zupf mich an der Schwanzfeder, du bist eine Kuh, Mama Mu. Wenn eine Kuh im Wasser herumspaziert und ein Segelboot hinter sie herzieht, gibt es immer Wellen. Das macht Spaß, Krähe. Willst du auch mal ein kleines Boot an einer Schnur hinter sie herziehen? Nie im Leben. Ich muss los. Tschüss. Flatter, flatter, flatter. Die Krähe flog davon. Tschüss, Krähe, sagte Mama Mu und zog Lille Bros Segelboot an den Strand. So, kleines Boot, jetzt darfst du im Hafen anlegen, sagte Mama Mu. Der See lag ganz blank da. Der Bauer döste in seinem Ruderboot vor sich hin und hielt die Angel auf dem Schoß. Die Krähe drehte eine Runde über dem Boot und spähte nach unten. Na, mal schauen, ob er was gefangen hat. Nein, hätte ich mir auch denken können. Ach, Ruderboote und Borkenboote sind was für Bauern und Kühe. Ich mag's schneller. Krächz, ich liebe Rennboote. Wumm, die Krähe setzte direkt über dem Bauern zum Sturzflug an. Schneller, 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 krächzte sie. Das Boot begann zu schwanken und auf dem See bildeten sich große Wellen. Der Bauer schreckte hoch. Mit Schwung landete die Krähe in ihrem Krähennest. Ich habe eine Idee, sagte sie. Sie durchwühlte alle Schränke und Schubladen und suchte Stifte und kariertes Papier zusammen. Ein Lineal und einen Zirkel. Dann kramte sie noch eine Zeitschrift mit Bildern von Rennbooten heraus. Jetzt wird gewerkelt und gebaut. Krähe mag es schnell. Krähe ist eine Erfinderin, murmelte sie vor sich hin. Sie blätterte gründlich die Zeitschrift durch und begann zu zeichnen. Die Krähe malte unermüdlich. Am Ende lag der ganze Tisch voll mit Skizzen. Das sah ganz nach Entwürfen für ein Motorboot aus. Die Krähe trank Kaffee und dachte scharf nach. Denk, denk, denk. Propeller, Propeller, krächz.
Dafür muss ich noch ein paar Dinge besorgen. Sie flog nach draußen. Mama Mu saß auf dem Steg und planschte mit den Hufen und dem Schwanz im Wasser. Mu, schade, dass die Krähe nicht mehr da ist. Mit ihr zusammen erlebt man immer lustige Sachen. Und Lina und Lillebro sind auch nach Hause gegangen. Alleine spielen macht keinen Spaß. Ich glaube, ich werde ein bisschen Rad fahren. Aber gerade als Mama Mu sich auf den Sattel setzte und in die Pedale treten wollte, schepper, 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 Mu, was ist denn da passiert? Sagte Mama Mu. Der Schlauch ist weg. Sehr eigenartig. Wer bitteschön mopst Fahrradschläuche? So kann man doch nicht fahren. Mama Mu spazierte zurück auf die Wiese, wo die anderen Kühe immer noch träge dösend im Schatten lagen und wieder keuchten. Fliegen schwirrten um ihren Kopf. Mama Mu verscheuchte sie mit dem Schwanz und biss ein Büschel Gras ab. Seufz, Mu, ist das langweilig heute. Keine Krähe, keine Radtour, keine Lina und kein Lillebohr. Der Bauer kam mit seiner Angel über der Schulter vom See herauf. Das Ruderboot hatte er auf den Strand gezogen. Und der Bauer hat auch keinen Fisch gefangen, sagte Mama Mu. Das ärgert ihn bestimmt. Aber die Fische freut. Flatter, flatter, flatter. Die Krähe kam angeschossen. Mit Fliegermütze und Rennbrille. Und sie hatte etwas bei sich. Hallo Krähe, da bist du ja wieder. Wie schön, rief Mama Mu. Hallo Mama Mu, ich habe keine Zeit für dich. Habe nur schnell was geholt. Ich bin eine große Erfinderin. Flatter, flatter, flatter. Auweia, die Krähe hatte es aber eilig, sagte Mama Mu. Was das wohl für eine Erfindung ist? Mama Mu ging wieder runter ans Seeufer. Die Krähe war bereits dort. Hallo Krähe, sagte Mama Mu. Hast du jetzt Lust, mit dem kleinen Segelboot auf dem See herumzufahren? Was machst du da eigentlich? Die Krähe schraubte und werkelte im Ruderboot vom Bauern herum. Aber, Mu, das sind doch... Du hast den Fahrradschlauch gemopst, sagte Mama Mu. Schweig still, Kuh. Ich habe ihn nur geliehen für meine Erfindung, murmelte die Krähe. Die Krähe hatte die Enden des Fahrradschlauches zwischen zwei Brettern eingespannt und drehte ihn nun in der Mitte auf. Sie drehte und drehte. Sie ächzte und stöhnte. Mama Mu sah ihr mit großen Augen dabei zu. Krähes Kopf wurde rot und röter. Pass bloß auf, Krähe, dass du den Stock nicht aus Versehen loslässt. Sonst fliegt er dir mit Karacho um die Ohren. Die Krähe ächzte und drehte weiter. Krächz, haargenau, schnauf. Den Stock gut festhalten beim Drehen, so. Und jetzt das Ruder wegziehen, so. Dann werden die Bretter zu Propellern, Mama Mu. Krächz. Und aus dem Ruderboot wird ein Rennboot mit... Der Schlauch rollte sich mit Karacho auf und die Krähe schoss wie eine Silvesterrakete senkrecht nach oben. Medüsen, rief sie. Ihre Stimme verschwand mit ihr im Himmel. Und kam wieder runter. Antrieb! Donk! Die Krähe landete unsanft auf dem Steg. Sie erhob sich ganz, ganz langsam und schüttelte die Federn. Stehen ging, aber gehen nicht. Sie schwankte und torkelte. Krächz! Halt den Steck an, Mama Mu. Der dreht sich. Die Krähe musste sich mit den Federspitzen auf dem Steck abstützen. Deine Augen sehen aber lustig aus, Krähe, sagte Mama Mu. Wie Flipperkugeln. Krächz! Ich muss nach Hause. Tschüss, Mama Mu. Die Krähe flog im Slalom Richtung Krähenwald. Ein paar Federn trudelten zu Boden. Tschüss, Krähe, rief Mama Mu ihr hinterher. Bis morgen, dann darfst du die Taucherbrille leihen. Wer schneller fliegt als er selbst, wird wirr im Kopf.
So, jetzt ist unsere Geschichte zu Ende. Ich muss gehen, aber bestimmt werden wir uns bald wiedersehen. Tschüss, Kinder!